Hallo, heute zeige ich euch, wie ich den Wärmetauscher steuern will. Und das Herzstück ist ein Arduino. Der sitzt hier in der Mitte und sitzt auf dem Board, wo die Pins rausgeführt sind. Die Anzeige wird über ein LCD-Display laufen und die Eingabe über ein Button-Modul. Das heißt, da sind Taster drauf und die gehen dann über ein Kabel zum Arduino. Das LCD-Display geht auch über ein Kabel zum Arduino und wird von dem gesteuert. Der Lüfter sitzt ja hinterher direkt auf dem Wärmetauscher. Und der wird auch vom Arduino gesteuert. Das ist ein PWM-Lüfter. Und da muss ich mal gucken, wie ich den einbinde, aber da gibt es ja genügend Tutorials im Netz. Dann fehlen noch die Sensoren. Das ist einmal ein CO-Sensor und einmal Temperatur und Feuchte. Und die gehen auch direkt auf den Arduino drauf mit den Kabeln. Den CO-Sensor gibt es nur einmal. Und zwar in der Abluft, damit man sehen kann, ob die Luft noch gut ist. Und den Feuchtesensor wird es dann viermal geben. Und zwar in jedem Abgang einmal, dass man genau auswerten kann, wie der Wirkungsgrad ist und auch nach Bedarf die Lüfter steuert. Nun werde ich damit beginnen, den Arduino zu programmieren, was ich noch nie gemacht habe, aber da gibt es ja genügend Tutorials im Netz. Das wird eine spannende Aufgabe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.